So Freunde, der Kiel ist fertig. Okay, verschliffen, hier vorne angepasst zum Stefen hin an die gefährliche Form. Der nächste Schritt ist das Anbringen der vorher schön rund geschliffenen oder gefrästen Stringerleisten. Die erste habe ich ja schon mal montiert. Die Abstände der Leisten zueinander beginnt am Spann 0, so wie das halt gewünscht ist, über der Biegung etwas enger, in dem Bereich, wo keine Traglast ist, etwas weiter. Dann habe ich mir die ganzen Maße notiert und nun werden die Leisten mit einem Polymerkleber vorfixiert, damit sie dann zum Schluss, wenn die ganzen gebunden werden, ihre Position behalten können. So sieht das dann aus.